Das ist Familie Schneider. Familie Schneider wohnt in einem schönen Haus mit Garten. Da Herr Schneider seine Familie und sein Haus vor Einbrechern schützt, hat er schon lange eine Alarmanlage. Die Alarmanlage schützt Fenster und Türen mit Magnetkontakten und die Innenräume mit Bewegungsmeldern. Im Außenbereich sind zur Abschreckung Lampen mit Bewegungsmeldern montiert. Trotz aller Sicherheitsmaßnahmen kam es immer wieder zu Einbrüchen und Schäden, ohne dass die Täter gefasst wurden. Wie konnte das passieren? Ganz einfach. Viel zu häufig wurde das Licht der Bewegungsmelder bereits durch Tiere ausgelöst. Die Außenbeleuchtung wurde vom Täter als auch von den Nachbarn ignoriert. Die Täter hatten enorm viel Zeit für das Auskundschaften des Objektes und das Aufbrechen der Fenster, da das Alarmsystem erst bei Eintritt in das Haus auslöste. Leider hatten sie schon große Schäden an den Fenstern hinterlassen. Das Alarmsystem hat Herrn Schneider direkt auf dem Handy angerufen. Doch leider war Herr Schneider nicht immer erreichbar. Die Täter konnten mit der Beute flüchten. Das ist Herr Schmidt. Herr Schmidt ist der Richter von Alarmsystemen und ein Profi in seinem Fach. Herr Schmidt empfiehlt Herrn Schneider das Alarmsystem UMTS Videoalarm. UMTS Videoalarm ist ein 100% drahtloses Alarmsystem mit Alarmverifikation. Keine Kabel, keine Stromversorgung. Die Alarmübertragung erfolgt über mehrere Jahre im Batteriebetrieb, unabhängig über das Mobilfunknetz. In Deutschland sind ca. 97% aller Alarme Falschalarme. Deshalb sind UMTS Videoalarm-Bewegungsmelder mit einer Kamera ausgestattet. Die gesamte Außenfassade wird durch die Kamera-Bewegungsmelder vorhangartig geschützt. Im Alarmfall wird neben der Alarmmeldung ein 10-Sekunden-Film an die Notrufleitstelle gesendet. Sieht der Wachmann eine Person, dann ist es ein realer Alarm, der mit Vorrang bearbeitet wird. UMTS-Videoalarm informiert, bevor Schaden entsteht. Familie Schneider kann wieder beruhigt sein, denn Alarme, die Video vorgeprüft sind, werden mit einer höheren Priorität bearbeitet.